Der Mann ist doch heute die ärmste Sau auf der ganzen Welt. Ja. Nicht klatschen, liebe Männer, ich war noch nicht fertig mit euch. Nein, weil der Mann nicht mehr genau weiß, wo er positioniert ist. Und ein Mann braucht immer klare Anweisungen, sonst kennt er sich nicht mehr aus. Da in diesem ganzen Emanzipationsgedöns, der weiß doch nicht mehr, was er machen soll. Hilft er seiner Frau nicht aus dem Mantel, heißt er, ist ein Prolet. Hilft er allen Frauen aus dem Mantel, dann heißt er, ist ein Weiberer. Fährst du einen Porsche, bist du ein Angeber. Fährst du einen Opel, bist du ein Versager. Ja, obwohl, fährst du mit deinem Opel in einen Porsche, dann gehen sie auch wieder. Da hast du 8 Kinder von 8 verschiedenen Frauen, hast du, bist ein treuloses Arschloch. Bist du aber treu und hast du mit deiner Tochter 8 Kinder, regen sich auch wieder alle auf. Ja, so oder so. Als Mann kannst du heutzutage nur verlieren. Darum sind die Männer auch so fertig. Männer sind halt, die Großteil der Männer sind fertig. Haben alle einen Burnout. Burnout. Von früher haben sie ein Handicap beim Goldberg, heute haben sie einen Burnout. Ja, ich denke mir immer, wenn ich anschaue, die ganzen Geschäftsleute in der Früh im Flugzeug, ich hab so nach Köln, muss ich immer, mei, da fällt mir immer der Witz ein, von diesen 2 Kuhherden, die nach einem langen Sommer an der Kreuzung sich irgendwo treffen, an der Straßenkreuzung, sagt die eine Kuhherden zur anderen, sagt sie, mei, wie war's denn bei euch? Also wir haben einen super Sommer gehabt, Mädels, mei, einen jungen Stier, der war agil und fidel, es war herrlich, wie war's denn bei euch? Sagen, oh mei, wir haben einen Ochsen gehabt, der hat den ganzen Tag von seiner Operation verzeiht. So ist es auch mit den Männern. Es gibt zu viele kastrierte Ochsen. Das ist, ja. Jetzt lachen wir die Frauen. Jetzt, Moment, nein. Jetzt, da lachen wieder die Damen. Meine Damen, wer ist denn schuld? Wir wollten sie doch haben. Diese weichgespülte Männergeneration, diese Pseudo-Frauenversteher, die zum Schwangerschafts-Hechelkurs mitlaufen und meinen, es ist cool, wenn sie solidarisch auch ein bisschen mitpressen. Nein, es ist nicht cool. Es ist auch nicht cool, wenn Männer ein Elternjahr nehmen und im Schürzerl am Herstingen und Breili kochen und die Kellertreppe feucht wischen. Es muss auch ein Mann nicht überall dabei sein. Heute müssen sie überall mit. Am Samstagvormittag stehen sie im Supermarkt und völlig orientierungslos, kaufen nur die anderen Weiber und finden eine Butter nicht einmal, wenn er sie von hinten in den Arsch beißt. So ist es doch. Was macht bitte, ja, was macht ein Mann im Kreissaal? Ich bitte Sie, mir wäre es ehrlich gesagt sowas von, verzeihen Sie den Ausdruck, scheiße peinlich, wenn mein Gatte bei der Geburt vom zukünftigen Ableger dabei wäre und vielleicht noch mit der Videokamera ins gelobte Land reinfilmt. Das war doch früher auch so, das war doch in Ordnung, dass die Männer während der Geburt in der Wirtschaft gehockt sind und 2 Tage durchgesoffen haben. Was ist denn daran falsch? Die Frau presst das Kind raus, der Mann geht zum Saufen. Das war doch immer so. Ja, nach 2 Tagen kommt er geschniggelt und geschneizt, mit Geschenken, beladen wieder ins Krankenhaus, druckt. Das war doch ein super Deal. Die Frau arbeitet, aber sie kriegt was dafür. Aber heute, wie man das auf den Seier geht, ist, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten, nachdem wir einen Kaiserschnitt hatten. Wir hatten einen Kaiserschnitt! Das hat eigentlich ein sehr intelligenter junger Mann einmal zu mir gesagt, wir hatten einen Kaiserschnitt. Was kommt als nächstes? Wir werden in 3 Jahren abstillen. Da war ich gern dabei. Wenn das der neue Mann sein soll, dann brauche ich einen. Dann will ich wieder den alten Mann, der den Haus ist bei der Höhle und aufpasst hat, dass keine wilden Tiere reinkommen sind. Der ab und zu einen blurigen Franz und Fleischschwamm zart hat. Der aufpasst hat, dass das Feiern nicht ausgeht. Und nicht einen, der dir bei Milch abpumpen hilft und Still-BHs mit dir aussucht. Bäh, 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 bäh.